Herzlichen Glückwunsch, Herr Hasselmann. Ja, danke schön, ja, freue mich. Wie haben Sie denn davon erfahren heute? Das Telefon ging und irgendwie meine Frau war dabei. Und sie haben gesagt, ich habe einen Preis gekriegt. Ich habe mich gewundert und ja, so war das. Ich war also absolut überrascht, bin jetzt auch noch überrascht. Und ja, weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist jetzt wahrscheinlich ein paar Stunden her. Ist es ein bisschen realer geworden inzwischen? Nö. Ist das nicht der größte Traum, den Sie vielleicht auch schon als kleiner Junge hatten, als Sie sich angefangen haben zu interessieren für Physik, einmal den Nobelpreis gewinnen? Ja, also jeder Physiker will den Nobelpreis mal gewinnen, nicht? Und ich war schon mit 19 Jahren, wollte ich den Nobelpreis gewinnen, nicht? Und habe ich dann gearbeitet und jetzt ist es gelungen, ja. Schön, ne? Ja. Und hatten Sie schon mit den beiden Mitpreisträgern auch Kontakt oder kennen Sie die? Doch, kenne ich. Mein Name, den finde ich sehr gut. Kollege, mit dem ich gut zusammengearbeitet habe. Den anderen kann ich nicht. Ja. Also mit dem haben Sie den nach heute auch noch nicht gesprochen? Also Sie waren nee, nicht in Kontakt? Nein, haben wir beide noch nicht gesprochen. Können Sie Ihre Forschung einmal sehr einfach erklären? Ich weiß, Sie haben sich immer dafür ausgesprochen, dass man das im Auge behalten muss, dass der Klimawandel sehr wohl auch durch den Menschen verursacht ist. Ja. Arbeit vielleicht einmal kurz und einfach zusammenfassen, wie Sie es erklären würden? Das ist schwer. Also die Grundidee ist einfach, dass der Mensch tatsächlich das Klima ändert und dass der Mensch immer nicht begreift, mehr das zu verstehen, weil der Mensch gewohnt ist, auf Dinge zu reagieren, die kurzfristig passieren. Nicht, wenn es irgendwo eine Überflutung ist oder wo eine Auseinandersetzung mit Leuten ist. Aber dass etwas längerfristig passiert, über mehrere Jahrzehnte, und dass man jetzt schon anfangen muss, rechtzeitig darauf sich vorzubereiten, das ist den Menschen sehr fremd gewesen. Und das war mir von Anfang an sehr vertraut, also weil ich schon immer wieder auf das Problem hingewiesen habe, schon in den frühen 70er Jahren. Und die Menschen einfach nicht bereit sind, also langfristige Probleme rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Und das war eigentlich immer unser Problem als Klimaforschung. Nicht? Wir haben schon immer sehr früh gewusst, alle von uns, uns auch darauf hingewiesen, aber die Öffentlichkeit darauf hinzuweisen, dass etwas passiert, das über Jahrzehnte erst sich richtig durchsetzt, das war schwer zu vermitteln. Das war unser ständiges Problem. Das war vermutlich auch schwer auszuhalten. Sie haben die Daten gehabt, Sie haben das kommen gesehen und lange war es so, dass Warnungen einfach in den Wind geschlagen wurden. Wie froh sind Sie denn jetzt vielleicht, dass das Thema Klimaschutz doch etwas ernster genommen wird offenbar? Ich bin sehr froh und vor allen Dingen bin ich sehr froh, dass es eigentlich angekommen ist bei der Öffentlichkeit, nicht so sehr durch die Klimaforscher an sich, sondern durch die jungen Leute, nicht? Also die Fridays for Future und solche Leute, die also die Leute angesprochen haben, die Wege gefunden haben, die Menschen anzusprechen, die wir als Forscher nicht so parat hatten. Nicht? Und das war für mich ein Erlebnis, dass man auf ganz andere Weise die Öffentlichkeit eigentlich ansprechen muss, als wir das Wissenschaftler immer gemacht haben. Jetzt gibt es Leute, die das einfach wegleugnen. Der ehemalige US-Präsident Trump gehört dazu, der sagt, der Klimawandel, das gibt es einfach nicht. Sie bekommen heute den Nobelpreis dafür. Ist das irgendwie auch so eine Form von anderem Stolz zu sagen, so, das gibt es doch und es ist wichtig, dass wir darüber reden? Wir haben immer gesagt, es ist wichtig, darüber reden. Es gab immer die Leugner und zwar immer, weil es nicht sofort erkennbar war, nicht, dass man oder nur die Wissenschaft das richtig nachgewiesen haben, dass wir ständig also gegen die klare Erkenntnis angearbeitet haben, weil die Öffentlichkeit einfach nicht bereit ist, Dinge zu akzeptieren, die aus der ersten Zukunft kommen. Nicht? Also man verdrängt immer alles. Nicht? Also auch in seinem täglichen Leben löst man immer Probleme von heute auf morgen oder in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber langfristige Probleme greifen die Menschen nicht auf. Und das war das Problem im Klima immer. Nicht? Also es war schon sehr früh in den 70er Jahren schon bekannt, dass wir ein Problem hatten. Aber das in die Öffentlichkeit reinzubringen und in die Politik, das war immer sehr schwierig. Machen wir es mal ein bisschen greifbar. Woran kann man denn erkennen, dass der Mensch einen Beitrag zur Klimaerwärmung geleistet hat? Naja, inzwischen kann man es sehr gut erkennen, nicht? Also wenn man einfach die Temperatur und andere Aufzeichnungen der Vergangenheit vergleicht, dann kann man jetzt schon sehr deutlich sehen, das Signal von Menschen ist deutlich erkennen, nicht? Also das ist also von keinem ernsthaften Wissenschaftler bestritten.
Machen die Modelle, die Sie errechnet haben, irgendwann einen Knick und die Erderwärmung geht dann schlagartig nach oben? Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird ständig einfach sich ständig zunehmen und immer mehr deutlich werden und mehr Leute wollen es erkennen. Aber ich glaube, so ganz plötzlich wird das nicht passieren. Es gibt also Modelle, die sagen, vielleicht kann da mal eine Instabilität passieren, dass es sehr schnell passiert. Das ist nicht auszuschließen, aber die meisten Modelle sagen das eigentlich nicht. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und genau das zu untersuchen? Ich wollte eigentlich immer das Doppelmeansproblem lösen. Das ist so ein Grundproblem der Strömungswissenschaften. Und ich kam nie dazu, das so richtig zu machen. Und dann habe ich geschlossen, also das Turbulenzproblem kann ich nicht lösen, aber ein anderes Problem, nämlich wie der Seegang, die Strömung und das Klima ändert lokal, das konnte ich machen, das habe ich dann gemacht, das ist auch veröffentlichen und das ist auch ganz gut angekommen. Und da war ich plötzlich als Klimaforscher bekannt. Aber ich bin eigentlich so nebenbei da reingekommen.